Moin! Ja, der Flachlandradler ist wieder unterwegs, aber diesmal endlich mit dem neuen Fahrrad. Es ist angekommen. Ja, es hat immer eine Komponente gefehlt. Und jetzt ist das Fahrrad da. Es ist das Böttcher Evolution geworden. Ja, ein richtiges Reiserad, das kann ich echt schon sagen. Ich bin jetzt gerade am Test. Ich bin heute hier in Dänemark an einer richtig tollen Stelle und mache hier eine nochmal schöne Tour, die ich leider nicht verfilme, weil das viel zu lange dauert. Ihr wisst, so kurz vor einer Radreise, da hat man viel zu tun. Ich hätte nicht mehr die Zeit, das zu schneiden, aber so ein kleines Infovideo, dass es da ist, das habe ich jetzt noch. Das ist ja schnell zurechtgeschnitten. Also informiere ich euch jetzt hiermit. Es ist da, geht damit auf die große Radreise, die jetzt ansteht. Ja, ich habe schon einige Taschen angebaut, ein paar Anbauteile sind mehr dran, als so nackt, wie es bei mir ankam. Ja, es ist Kettenschaltung geworden, wie ihr seht. Ja, ich komme mit Kette halt gut zurecht. Ich habe lange überlegt, ob Rohlaufschaltung oder Pinion mit Riemenantrieb. Ich bin don't change a winning team. Ich kann damit gut zurecht. Ich habe auch noch nie Pech gehabt, dass das super aufgeschlissen war oder Kette gerissen oder irgendwas zu Schaltseil, irgendwas damit defekt war, bis jetzt noch nicht, deswegen don't change the winning team, deswegen habe ich es wieder genommen. Und was ist noch so dran? Ja, dicke Bereifung kann ich sagen, 50 mm Bereifung, ich kann sagen, da kommt man echt fast überall mit durch. Ja. Gepäckträger natürlich, vorne und hinten ist klar, ich bin jetzt auch unterwegs mit einer Fronttasche, habe ich mir jetzt auch dazu ich habe das Gewichtsproblem nicht mehr, das finde ich so toll. Ich habe mir im Moment USB-Ladegerät, habe ich mir ein neues zugelegt. Cycle to Charge, muss sagen, funktioniert echt super. Mein altes USB-Werk von Busch und Müller, das hat nicht viel geladen, aber das hat richtig Power, muss ich sagen. Der erste Test war richtig gut. Werde ich auch brauchen wahrscheinlich bei der Reise. Ja, werdet ihr alles noch sehen. Was noch? Ja, Schaltung habe ich schon gesagt. Der Sattel ist ganz wichtig. Diesmal habe ich ja kein Rennradsattel, wie sonst immer so ein hartes, ungefedertes, sondern ein Brooks B17. Ja, deswegen bin ich auch jetzt unterwegs. Hier muss ich ja noch ein bisschen einfahren, aber ich werde es nicht ganz schaffen. 350 Kilometer werde ich bis zum Start der Radreise hin schaffen. Also es ist noch nicht ganz fertig. Natürlich eine Kamerahalterung, Navi ist dran. Flaschenhalter 2 diesmal. Ja, noch eine kleine Rahmentasche. Die Taschen, die ich ja sonst rein, das reicht mir eigentlich schon. Ich habe vom Gewicht her war es ja nur ein ganz bisschen immer zu viel, aber jetzt ist alles offen. Ich kann alles mitnehmen, was ich will, sozusagen. Denn ich habe überhaupt keine Gewichtsprobleme. Ich habe es letztes Mal ziemlich vollgepackt. Aber bin ich ja lang noch nicht an die Grenze gekommen. Will ich auch gar nicht. Aber wie gesagt, für mein Gravelbike war das ein bisschen zu viel. Aber diesmal werde ich keine Probleme haben. Ja, Beleuchtung, Busch und Müller, IQ, XS ist dran. Ah, wunderbar. Ja, Kurbeln. Pedale habe ich jetzt auch hier. So eine Flat-Pedale genommen, Mountainbike-Pedale. Komme ich auch immer gut zurecht. Wenn ich ohne Kamera dabei bin, dann nehme ich auch mal Klick-Pedale. Aber da, wenn ich film, da bin ich andauernd ausklicken, einklicken. Das nervt mit der Zeit. Deswegen habe ich Flat-Pedale mit. Ja, funktioniert bei mir auch super. Ich bin ja nicht auf Geschwindigkeit aus. Ja, ich könnte so viel sagen. Also meine erste Teststrecke, echt begeistert. Es ist echt ein Kreuzfahrtschiff, würde ich sagen. Es nimmt dein Gepäck mit und du kommst sicher bald überall hin. Bloß du musst natürlich selbst pedalieren. Das ist es. Es ist kein Akku, kein Strom. Muss ich alles noch selbst, das wollte ich auch. Also, ihr habt jetzt die Info, dass es jetzt da ist, dass ich meine nächste Radreise damit starten werde. Ja, und die steht sofort an. Wenn ihr dieses Video seht, ja, dann bin ich schon unterwegs. Das habe ich ja schon mal fallen lassen, dass ich ja ein Bikeline zu Hause habe von einem Radweg, den ich fahren möchte, der nicht
in Deutschland liegt. Also meine Radreise wird komplett nicht in Deutschland sein. Nein, ich werde dorthin fahren, wo ich noch nie war, wo ich schon seit 2 Jahren hin wollte. Corona hat es ja leider immer verhindert. Aber jetzt geht's los. Also die nächsten Videos werden davon kommen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Ich mache hoffentlich schöne, schöne Bilder und das Wetter wenigstens einigermaßen so wird wie hier, wie heute. Ich denke, wird es eine richtig tolle Reise. Naja, also ihr wisst Bescheid, das neue Rad ist da. Freut auch euch auf die nächsten Videos von meiner Radreise. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin. Leute, das ist, oh, dreh durch. Dänemark, Leute, Dänemark.